Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und wie ihr seht, ist natürlich nochmal Zeit für Hearthstone. Jetzt geht's auch endlich weiter und wir haben den letzten Bereich vom Tempel von, ich dachte die ganze Zeit Osiris, dabei steht er überhaupt nicht da. Ich soll mir echt mal die Brille putzen, wenn ich hier so weiter aufnehme. Nämlich Orsis. Orsis heißt der Verein hier, die Ecke, nicht Osiris. Aber ich habe das irgendwie in der Reihe interpretiert, wegen Ägypten und so, da kommt man auf Osiris, der sieht ja so ähnlich aus, aber ist ja mal egal. Mal gucken, wen wir hier als Gegner haben. The first piece. Now we gotta get out of here before we get squished. Oh, jetzt sollen wir noch abhauen. Abhauen? Moment mal, abhauen? Encounter new obstacles. Und escape. Escape? Moment. Bevor wir da jetzt reinspringen. Irgendwas mit escapen. Gibt ja viele Leute hier, viele Charaktere bei mir, hier, die ich hier rumfliegen habe. Die Lage wäre womöglich abzuhauen irgendwo, aber... Den schmeißen wir mal weg. Aber ich glaube, wir bauen uns mal ganz schnell einen Magier dafür, der das auch abhauen kann. Wenn das irgendwie involviert zu überleben, ist der Magier ziemlich vorne mit dabei, würde ich mal sagen. Mit dem Überleben einfach nur. Als erstes tun wir irgendwas, was uns Schaden vom Hals hält, direkt mal. Mirror Image, genau. Dann holen wir uns auch mal eine Ice Lance, 2 Stück, warum nicht? Ja, alles, was vor Leute festhält, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt mit. Unstable Portal, ich weiß nicht. Aber hier hat die auf jeden Fall auch noch. Das könnte da eine heißen. Hedi hier bringen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Cutten ziehen zwischendurch brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, auch. Damage an sich ist nicht verkehrt. Auf unserer wieder nö. Hedi-Karte könnte. Nee, stopp, die nicht. Das ist mir dann doch zu albern. Die wollen wir nicht mit dabei haben. Hätte es am Leben bleiben. Ja, Frostnovas. Jap. Hier zum Dauerfeuer geben. Ja, wenn wir es können. Was wird beschwören können durch die Gegner noch? Feuerbälle. Das hier nehmen wir noch mit. Damit die Dinger Schaden machen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen. Damit wir irgendwas Großes zum Schaf machen können, ich glaube, ist nicht die dümmste aller Ideen. Blizzard. Blizzard and Gold. Nehmen wir Blizzard in Gold mit. Jetzt haben wir noch 4 Karten über. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir mitnehmen sollen. Gegen Ende. Ich wollte nämlich noch was anderes mitnehmen. Nämlich mir ist ja was angefangen. Gerade wenn wir so viele Spells haben. Wir haben ja letztes Mal diesen coolen Orb gekriegt. Wie kostet der? 5 Mana war das? Ich meine, der wäre 5 gewesen. Ich könnte mich jetzt auch irren. Ich hoffe mal, dass das stimmt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das Ding hieß. Ich würde es gerne wissen. Aber auch hier ist er doch. Das Summoning Stone, natürlich. Mensch, als WoW-Spieler müsst ihr auch einen Summoning Stone wieder erkennen, wenn ich einen... Stimmt, das ist sogar das Bild von dem. Nur ein bisschen schräg aufgenommen, ein bisschen kaputt irgendwie. Gut, nehmen wir davon die beiden mit und... Was können wir noch mitnehmen? Was macht denn viel Sinn? Was an sich tanken kann. Hey, so einer, du kannst besser tanken. Ja, versuchen wir das mal, gucken, ob man da hier was gerissen kriegt. Wir haben relativ viele Spells, um den Lord auf den Sack zu gehen. Und wenn wir ihn hier draußen haben, werden daraus nicht nur Sachen, die auf den Sack gehen, Leute, sondern tatsächlich auch noch Kreaturen nebenbei. Ich glaube, das ist eine schöne Kombination. Ansonsten festhalten. Vielleicht sollte ich billige Spells raus und dafür teuer reintun, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben und wie lange wir Zeit kriegen, hier fliehen zu dürfen. Versuchen wir das mal. Genau. Escape. The Temple. The Temple is collapsing. Run! Ah ja, jetzt stürzt alles zusammen, deswegen. Ja, der jetzt auf Escape getrimmte Magier. Breaking this stuff. Ne, wir haben den gerade erst gekriegt, wollen nicht kaputt machen. Was soll er denn jetzt? Waking up Trox. Ne, das muss auch nicht sein. Jaina versus the collapsing temple. Okay. Ich glaube, das nehme ich sogar. Weil er hier. Doch. Das ist okay. Nehmen wir das ruhig. Okay, was muss mir. Moment mal, wieso hat er nichts auf der Hand? Was ist da los? Wieso hat er kein Deck? Okay. 10 Turns to escape. Okay, ich muss also 10 Runden irgendwie aushalten, um zu überleben. Was macht er jetzt hier? Okay. Aber ohne Deck, wie will er mich jetzt angreifen? Oh shit, er tut einfach.
Ach, Beschwörer's Award. Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Bonus. Das ist natürlich cool. Wait through. Oder drink deeply. Draw a card oder gain. Mana Crystal. Yay. Wollen wir den schon kaputt schießen? Nein, eigentlich noch nicht. Der kann uns ruhig ein paar Mal schlagen, weil der kann uns heilen, wenn er stirbt. Deswegen wollen wir das schön sein lassen. Warten wir erstmal. Beziehungsweise sollen wir den rausholen? Ja. Wie es kommt, Charge-Kreaturen dazu. Oh shit. Ja, hau den ruhig. Hey, a bit of spikes. Was? Take 5 damage? Warum soll ich 5 Schaden? Take 10 damage, but no damage at random. What? Take 10 damage or no damage at random. Oh. Ich nehme 5 Schaden, danke. Okay, you're crawling through the spikes. Will you hurry it up? Ja, ganz ruhig jetzt mal, ja. Wie mach's am besten? Wir slowen ihn down und schießen am besten direkt tot, oder? Aber er macht nur 2 Schaden. Wenn das Vieh, wenn das nicht gebufft wird, macht das uns auch nicht tot. Ich wollte mal, dass er fast noch am Leben lassen. Ja, irgendwie. Ja, komm, halt mich mal fest. Shit. Dann müssen wir es so machen. Wen greife ich überhaupt an? Niemanden, ne? Das ist jetzt doof. Dann bleibt man so stehen. That boulder's huge. Get out of the way. Okay. Osiris Guard, Divine Shield. Mit für, oh, pff. Hört mal auf hier. was ist das für überhaupt? Boulder, at the end of your turn, destroy the minion to the left. Aha, danke. To the left. Also er ist dann gleich tot. Machen wir so. Und spielen wir es zur Rechten jetzt aus. Wird ein bisschen Zeit gewinnen. Junge. Ich meine das ernst. What? The ceiling collapses the next turn. Jetzt hör mal auf. Hey, that's a nice statue. Such a shiny ruby. Nein. Pass, hör auf, so irgendwie Scheiße dazu machen. Restore 10. Nee, das brauchen wir gar nicht. Wir ziehen 2 Karten. He doesn't look happy. I think he wants his gem back. Oh shit. Statue animated. You have disturbed the ancient statue. Ist klar, Reno oder Remo, wie du nochmal heißt. Du bringst uns um. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Schaden und frieren sie ein. Ich würde damit, dass wir draußen haben vorher, aber die Option haben wir nicht. Ach, das bleibt noch bestehen hier, der Typ. Das ist jetzt echt scheiße. Aha. Glad I could get you out of the way. Okay. Dann beschwöre ich jetzt Ed hier. Ich weiß nicht wofür, aber ich beschwöre es. Und mach nichts. You cannot be allowed to escape. Okay. Ganz ruhig. Wir haben nicht mehr viele Runden. Wie wir hier durchhalten müssen. Du bist noch in der Hinterhand gehalten. Wir schießen hier so drauf. Gut. Yay, wir haben Mana-Kristall mehr gekriegt. Und wir schießen so drauf. Zägen ihn langsam runter. What? What? An end of your... Pretty dark in there. But I'm sure this will get us out faster. Let's go! Yeah, what? On my map, it just says, don't go here. Yeah, don't go here! Do nothing! No way! Take a shortcut. Get one turn closer to the exit. Encounter plus 7 Burgund. Ja. Das ist okay. Glaube ich. Dann hauen wir den schon mal kaputt. Das ist ein 7-7er. Hä? Jo, und jetzt so viele Kreaturen, bis wir den ertränken können. Bugs.
Oh, ich würde sagen, das haben wir gewonnen, Herr Dadir. Ich würde sagen, das haben wir ganz grandios gewonnen. Bevor wir hier was gewonnen haben, du hast den. Bringen wir den hier rum. Können wir nicht. Doch, machen wir. Den Pansen hauen wir hoch. Den nehme ich mit. Bam. Yay. Oh, wisst ihr was? Wir hauen uns noch einen kaputt. Aber wir können. Und wir sind raus, oder? Almost there. I can see the sun. Au, das ist jetzt die letzte Runde. We made it. Oh, I never thought I'd be happy to see this desert. Desert. Oh, I think I need water. Schöner Sprachfehler. Wird the desert. The desert. Okay, was haben wir denn gekriegt? Rambling Elemental für einen Schaman, wie der aussieht. After you play a Battlecry Minion, deal 2 damage to a random enemy. Oh, that's nice. Was hat Laserschranken? Sacred Trial, Sequel. When your opponent casts at least 3 minions and plays another, destroy it. Das ist jetzt aber sehr spezifisch, würde ich mal sagen, oder? Wenn der andere 3 Kreaturen. Warte mal. When your opponent has at least 3 Minions. Ah, nee, dann ist das okay. Ich wollte sagen, der muss der Runde schon. Also, wenn er 3 Minions hatte, will ein viertes ausspielen, wird er sofort zerstört. Das ist ja. Ja, gegen so ein paar Winnie-Decks stelle ich mir sehr cool vor, muss ich gerade mal festhalten, aber auch sehr spezifisch. Yay! Und wir haben ihn gekriegt. Reno Jackson. But if your deck contains no more than one of any card, full heal your hero. Das heißt, ich müsste 30 verschiedene Karten im Deck haben und dann heilt er mich voll, wenn er rauskommt. Auch du, Junge, bist wahnsinnig spezifisch mit deinen Angaben. Yay, wir kennen was anderes. Gut. The Ancient Shade. What Battlecry? Shuffle an Ancient Curse into your deck and that deals 7 damage to you when you draw. Oh, okay. Deswegen für 4 Mana 7-4 ist natürlich cool, aber mit dem Fluch, der ich selber 7 Schaden kriege, meh. Und wir haben natürlich auch Class-Challenges freigeschalten. Mal sehen, wann ich die mir reinziehe. So, they're looking for the staff. Ja, was dagegen? Okay, wisst ihr was? Das lassen wir mal so stehen. Das sind auf jeden Fall sehr viele interessante Karten, wo ich wieder drin rumstricken muss, mal ein paar Decks auf jeden Fall bauen muss, das ist schon mal sehr cool. Und natürlich, ich muss weiter Gold verdienen, damit wir auch Huldaman freischalten können und dann geht's weiter und weiter und weiter. Oh mein Gott, das sind ja noch ein paar Sachen hier. Okay, warten wir mal ab, haben die Dinge, die da kommen und wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Bis die Tage und tschüss.